Moin, moin, liebe Leutchen, da bin ich auch wieder. Also, ich muss jetzt erstmal was erklären, und zwar, ich habe jetzt eine Weile, ja, es ist jetzt eine Weile her, eigentlich wollte ich jetzt, nachdem ich nachgeschaut habe, gucken, wegen der weiteren Lösung hier, weil wir wollen ja nicht hier Stunden dran sitzen bleiben. Und ja, da bin ich halt, das letzte Mal bin ich richtig müde geworden, bin ich halt erstmal pennen gegangen. Ich hatte ja halt erstmal 2 Folgen. Die sind ja mittlerweile schon draußen. Also werde ich heute, also beziehungsweise die Folge, wird für euch eine 20-Minuten-Folge sein. So wie eine neue Aufnahme halt. Gut, dann haben wir das erstmal geklärt und ich habe weiteres, was man nutzen kann. Wir werden erstmal Harveys Unterschrift, also Harveys 2 Unterschrift fälschen mit der Unterschrift hier vom Barmann. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. So, und jetzt haben wir die Unterschrift vom Barmann. So, jetzt tun wir natürlich so. Was soll ich schreiben? XXX. XXX. Okay. So, ich glaube nochmal oder so. Was soll ich schreiben? X. Gut. Jetzt gehen wir nicht zum Barmann. Der Barmann war da. So. Ich habe auch nie ein bisschen geguckt. Und ich habe nicht zu viel geguckt. Also das heißt, ich habe den kleinen Anschluss gegeben, wie wir jetzt weiterkommen. So, dass wir das ein bisschen schneller machen. Weil wenn wir die ganze Zeit jetzt hier die ganze Zeit rumhocken und... Ja, dann ist halt... Wir finden das nie raus. Und dann haben wir hier irgendwann 20 Folgen und ich mache immer nur den gleichen Scheiß. Ja. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Blub, und weg ist er. Dann können wir uns jetzt endlich den Löffel holen. Blub, und der wieder raus hier. So, dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. So. Weiter geht's, und zwar hier unten lang. Dann hier lang. So, kurz warten. Und ja, also wie gesagt, ich musste halt ein bisschen nachgucken, wie es jetzt weitergeht und... Ja. Da kommt der nächste Ausgang. Ich werde jetzt auch nicht so lange aufnehmen, weil das ist schon wieder spät. Und ich muss das halt auch nochmal alles rendern. Jetzt bin ich hier richtig. Jetzt, da hinten war Hoti Toti oder Moti. Da ist der Schlüsselmeister. Was war hier vorne nochmal drin? Ah ne, hier war der Schlüsselmeister und hier drüben ist halt so ein... Gut. Dann muss ich jetzt noch einmal fahren. Und los geht's! Oh. Super. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein Riesenproblem. Das habe ich in einem Infovideo gestern. Da kommt der nächste Ausgang! Mein erstes Infovideo habe ich halt geschickt, also gemacht und ja, ich bin halt gerade ein bisschen bedödelt, so, weil ich habe mal ein bisschen, bin halt noch ein bisschen müde und ja, ein bisschen mit dem Sprechen bin ich ein bisschen ruhiger jetzt und muss ich halt ein bisschen aufpassen. So, warte mal, ich mache noch kurz eine Nebensache. So, ansehen. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? So, und zwar von Adrian, König des Aufenthaltsraums. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze.
Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Gut. Das brauchen wir nämlich auch für etwas. So, gehen wir erstmal hier in die Tür rein. Ja, wie gesagt, ich bin halt etwas müde. Und ja, muss ich halt ein bisschen langsamer reden. So, wir haben hier noch die Schaufel. Ich werde das jetzt nicht alles durchprobieren, weil ich weiß ja, ich habe ja noch ein anderes Projekt, das würde ich auch gerne schon früher anfangen wollen. Also ich hoffe, ich verpasse hier nichts großartig. Na gut, machen wir mal weiter. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Was ist jetzt mit der Erde? Ist wahrscheinlich hier später. Wenn ich jetzt wieder runtergehe. Da. Nimm. Bup, haben wir Erdhaufen. Und somit haben wir das erste. Ja, kurz. Blub, blub. Da haben wir Tonerde. Super. Tonerde haben wir jetzt. Also fehlt uns nur noch das Gold. Die Hitze. Und das war's. Die Hitze haben wir hier drüben hochrufen. So, jetzt müssen wir halt noch eine Kleinigkeit machen. Bup. So, kurz weitergehen hier. Dauert ein bisschen länger. Jetzt muss ich kurz mal hoch. So. So, ich muss kurz gucken. Gut, alle sind hier an. Der muss aus und der muss aus, genau. Das wird nämlich eine Botschaft werden hier. Das wird ihr später, werdet ihr später noch erfahren. Gut. So, kurz hier lang. Drüben. Und weiter geht's. Hier haben wir den Idioten. Wo nichts mehr zum Spucken war. Nö. 30.000 Zeiten. Sehr, können wir ja schon. Ja, darum bin ich hier. Darum bin ich hier. Sehr gut. Und jetzt wird die uns andere Fragen stellen. Dann wären Sie doch bitte so freundlich. Was denn? Noch also, einmal? Andere Antworten. Na gut. Ich bin Adrian, König. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Immer als Zweiter ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Rot. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Wer braucht die schon? Müsste jetzt eigentlich so sein. Na gut. Mal sehen, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall, wir haben jetzt den König Adrian, den können wir jetzt sozusagen, müssen wir halt therapieren lassen. Und wenn der therapiert ist, kann man den halt austricksen. Aber jetzt muss ich aber erstmal überlegen. Jetzt müssen wir wieder kurz hier hin. Oh oh. Hey. So. Ich bin schon. Geht schneller. Was? Ja, ich, aber. Da. So. Wir wieder um. So, das heißt, wir müssen einmal hier hin. Dann müssen wir hier hin. Einmal Licht ausmachen. So. So. So, mal sehen, ob es geklappt hat.
So. Bist du bereit? Ich möchte. Ich will es noch. So, Kopf. 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 Tatsächlich, jetzt nicht. Tja, das heißt wo? Dann funktioniert das nicht. Muss ich da nochmal was machen? Schade. Na gut, wir kriegen jetzt erstmal den Schlüssel, den Schlüsselabdruck kriegen wir gleich. So, einmal den Wäschelift nutzen. Kurz warten. Da kommt der nächste Ausgang. Gut, hier müssen wir auch das Licht ausmachen. Boop. So. Und los geht's. Weiter geht's. Jetzt müssen wir halt wieder. Lalalalilalu. Da los. Kommt der geht nächste auf. Ausgang. Und einmal hier runter. Einmal hier hoch. Gehen wir mal schnell hier durch. Geht ein bisschen schneller. So. Irgendwie muss das mit der Therapie gehen hier. Ja, darum bin ich hier. Darum ist. Was denn noch? Also. Ich bin Adrian, König des Aufenthalts. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus. Ich wurde im Keller eingesperrt. Könnte man halt machen. Ich wurde im Keller. Kommen wir zu. Was? Machen wir halt Motto. Mocker. Der Faziert, wenn Sie nicht, die sollten jetzt. Irgendwie muss das doch gehen. Also, ich tue das jetzt mal überspringen, weil das kennt man ja schon. Darum bin ich sehr gut. Also, das muss richtig. Ich bin Adrian. Ich erzähl. Als zweites. Ja, dann können wir eigentlich nicht das machen. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für ein... Rot? Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich. Rot. Der Fall, wenn Sie nicht... Ich muss jetzt nochmal in dieses Archiv rein. Ja, los. So. Gehen wir halt über die Küche nochmal. Halli fragt ja nach einem Hund. Ich glaube, der hat dann halt eine rote Katze gehabt, irgendwie. Ja, gucken wir mal schnell. So, anschauen. Gucken wir mal hier. Das soll ein echter Name, erstes Haustier, Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als... Und mehr steht hier. So, wir suchen aber halt was anderes. Trockelbecher. Das soll eine... Ich zitiere. Name, erstes Haustier... Grüner. Ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als... Und mehr steht hier nicht. Peter? Das soll eine Krankheit. Ich zitiere Namen, erst Besonderheiten. Oh. Wo und mehr steht hier nicht. Ja gut, ist jetzt egal. Wir gehen mal kurz schnell durch. Ich glaube, ich hab's glaube ich schon. Ruht die nur noch. Das soll eine. Ich zitiere Namen, erst Ruti, das gelbe Haustier, Besonderheiten und mehr. So, und jetzt nochmal versuchen. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich keine Ahnung. Also grüner Hund. Das weiß ich schon mal. Und das halt schnell so. Und so. Und so. Fertig. Hoffe ich jedenfalls. Das können wir ja schon. Darum bin ich. Ich bin Adrian. Ich erzähle.
Machen wir als drittes vielleicht. Ich wurde beim Alter. Kommen wir zu. Was für. Machen wir halt alles von Trommelbecher. Grün. 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 Der Fall ist. Sie erzählen mir die. Wenn Sie nicht mit. Sie sollten jetzt. Ja, machen wir das so. Das, ja, wollen Sie. Wir müssen halt ein bisschen kombinieren jetzt. Warum bin ich hier? Es, also es wird wahrscheinlich. Doch, was denn? Adrian hier? Ich bin Adrian. Ich, erzählen Sie doch. Ich wurde bei. Als erstes kommen wir. Was für ein. Grün. 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 Der Fall ist. Sie erzählen, wenn Sie nicht mit. Sie sollten jetzt. Funktioniert irgendwie nicht. Stehe ich nicht. Das, ja, darum bin ich hier. Darum bin ich hier. Sehr. Das kann sich, glaube ich, nur umstanden heilen hier. Da wären Sie. Was denn? Ja, das ist 100%ig richtig, so viel ich weiß. Erzählen Sie. Als letzter. Ich wurde beim als kommen wir. Was für. Ach, das Pony. Und schwarz. 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 Der Fall ist. Sie erzählen mir, wenn Sie nicht dieser. Hä? Ist, ja, wollen Sie. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich. Darum bin. Sie. Da wären Sie doch. Was denn? Ein Adrian? Ich bin Adrian. Ich. Erzählen Sie doch bitte eine an. So, er wurde als zweiter gewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Schade. Gut, dann hat's ja wohl wirklich jetzt geklappt. So, gehe zur Tür. Jetzt muss ich halt erstmal ganz nach oben. Weil es gab nämlich einen Tipp mit der Antenne, den soll ich mal ausprobieren. Dann tun wir halt mal die Antenne halt ein bisschen ärgern.